Kollege und ich wollten eigentlich zusammen trainieren. Deswegen bin ich gerade nach Friedberg gefahren und wieder zurückgefahren. Aber, keine Ahnung, war irgendwie nicht da, keine Ahnung. Jedenfalls fahre ich wieder zurück und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht von dem Zug. Und ich bin mal gespannt, ob eine Deutsche Bahn, einfach hier so ein Standardzug, der wirklich geil aussehen kann, wenn man es geil zusammenschneidet. Ich bin gespannt. Ihr seid es wahrscheinlich auch. Also edit ab dafür. Make a noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. But you know sometimes we all fall. Niagara's really if you're gonna get up. Viagra, y'all don't get the picture. Maybe I should tag ya. Maybe I should make that shit a little more clearer. Cause it's time for reflection. I don't need a mirror, but I knew that my driver would take. Aber jetzt erstmal Nord. Einkaufen geht für Geburtstag London und hier die Pakete zurückbringen. Post. Metzger. Zu Hause. Nice! Darius, was trainierst du? Can't harm my army, I ain't do recruiting. A bit of Malcolm X with a splash of Huey Newton. Perseverance be the answer like the shoes I hoop in. We won't rest until the day we get restitution. They thought they let us fall by the wayside. But we gon' fight into the building, Bayside. Got an aspiration to healing these lacerations. Fascinations with fabrication, so tell me as a nation. Who you gon' call when your back against the wall? And you got no time to stall. You need a warrior, hey. Well, I'm a warrior. Ich bin der faceless YouTuber. Das ist my friend Samuel L. Jackson. Ich glaube, ich komme jetzt in sein neues Video rein. Ich finde immer so gutes Bonusmaterial. Es gibt nach dem Training immer oder oft. Yeah, this goes out to my warriors. Yeah. Fällt euch was auf? Da hinten ist gar nichts mehr drin in dem PC. Problem ist, dass das Motherboard die CPU nicht erkannt hat oder die CPU-Defekt ist. Ich habe das ganze Ding auch eingeschickt heute, am 13.10. Wo ich den Vlog schneide vom 9.10. Ja, ich weiß, hier ein bisschen hinterher, aber egal. Und ich hoffe halt, dass ich den wiederbekomme, aber kann derzeit also nicht zocken, Livestreamen, sonstiges machen. Aber Vlogs, Fitnessvideos sollten trotzdem kommen. Nice! Aber auch nicht nice, weil PC kaputt. Aber egal, haut rein. Shit, man. Honestly, I'm starting to believe it.